bitte um Wissen aus. Auch so. Oh, 24. So, so. Nehmen Sie es, meine Damen und Herren. Ja, dauert noch 11 Jahre, bis die Technikstufe wieder steigt. Was ist die letzte Stufe? 32? Ja, ne? Irgendwie sowas. Boah, hängen die Osmanen schon hinterher, ey. Bei den Institutionen. Hä? Ist doch nur eine, oder? Ja, ist doch nur Industrialisierung. Technologie hängen sie hinterher, meinst du? Ja. Das meine ich, ja. Peter hat keine Ahnung, was er meint. Ja. Ich brauche mehr Geld, dass ich mehr Geld verdienen kann. Wie in der Realität. Dann ziehen die immer noch, das gehört schon wieder. Yeah, Delfino überholt. Habe ich Deutschland doch noch gegründet bekommen? Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch München und entweder Dresden oder Erfurt. Da kriegen wir noch hin. Schaffen wir noch. München noch ein Stück weg. Das kriegen wir noch hin, hoffe ich doch. Habe ich dann eigentlich die gleichen Missionen? Also habe ich weiterhin die preußischen Missionen oder kriege ich dann deutsche Missionen? Deutsche Missionen, wo du eigentlich theoretisch ganz Europa erobern kannst. Jeweils soll ich jetzt für die preußischen abschließen. Ich muss sie ja nicht gleich finden. Kriege ich da nicht irgendwie auch Ansprüche auf Frankreich oder so? Ja, Frankreich, Polen, Skandinavien, Italien. Deutschland halt, ne? Ja, richtig. Die ganze Welt direkt da oben. Wilhelm Friedrich von Querheimberg. Nicht so geile Herrscher. Ich kann keinen Business drauf anbieten. Machst du nicht? Ja, aber gleich sehen wir Serbien. Ach Moment, mir fällt gerade was auf. Sollten wir vielleicht wieder durchführen, sonst wird das nichts mit Krieg führen. Ja, nimm halt nicht an. Peter will sie nicht mehr wieder verwenden. Hä, hey, was? Was hast du angenommen? Ups, so jung. Schon jetzt gerade abgelehnt. Hä? Ich bin verwirrt, was? Ich habe doch angenommen. Was zum Fick machen wir hier? Warum ist deine Meinung so schlecht? Ich habe doch nicht abgelehnt, ich habe angenommen, was? Ja, geil, ich muss das mal in Verbindung zu verbessern. Oh, ich mache ich auch gerade. Du magst mich nicht genug. Ich weiß nicht, ich habe doch gar nicht abgelehnt. Warum erzählt das Spiel das? Ach. Egal, lass mal Handelszentren vergrößern. Erstmal Großprojekte starten, Wispy, was bringt mir das? Anstellungszeit Feind plus 50%, plus 200%, ja, kannst du nie wieder auf Gotland landen. Und der Dom ist ein bisschen vom Arsch. Dann nehmen wir mal die Wasserburg. Da habe ich immer noch Geld übrig. Ja,
Stimmt, habe ich nämlich in Holland noch irgendwo ein Projekt am Laufen? Tunnel Service folgt, machen wir ein bisschen was aus. Bisschen Geld, hier kommt, bringt das Projekt durch. Mehr Bonus. Punkte ausgeben, diese Lava. Alle, ja, nur das Sackspiel. Hallo Spiel, reagierst du bitte mal, wenn ich klicke? Danke. Oh, Kanal wird früher fertig, geil. Ich finde es sehr geil, wenn Kanäle früher fertig werden. Hallo Spiel, würdest du mal reagieren, wenn ich versuche, Gebäude zu bauen? Das Ding. Ein Binden oben sich da rüsten. Bauernaufstände, hasse ich ja die Pest. Aber unsere rot-grüne Regierung, ne? Diese Ampel lässt einfach die Bauern gewähren. Früher hat man die Bauern einfach niedergeschossen, da hätte es sowas nicht gegeben. So, ich wollte noch irgendwas angreifen, glaube ich. Aber ich wurde abgelenkt von 2 Millionen Gebäudebauern. Wenn du Walachei angreifst, kannst du Österreich auch mit reinziehen. Ja, aber dann zieh auch Spanien mit rein. Walachei? Nee. Ja, ich weiß nicht, wenn Österreich aber ihre Verbündeten mit reinruft, das Problem hatten wir doch schon mal, oder? Und rate mal, mit wem Österreich schon wieder verbündet ist. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir könnten Schottland angreifen. Da kommt doch bestimmt Spanien wieder mit. Oder wir könnten Russland angreifen. Wobei, wenn ich jetzt Österreich angreife, würde Spanien nicht mitkommen. Aber Portugal. Ja, Österreich ist ja auch mit Spanien verbündet. Ja, aber Spanien würde auch nicht gegen uns mitkommen. Also. Ja, aber wäre es nicht sinnvoller, Schottland anzugreifen? Ja. Und nach Russland? Schottland. Also, weiß ich, wenn du das willst. Da würde sogar Spanien mitkommen, gegen Österreich. Ja, deswegen meine ich ja. Ja gut, dann machen wir das. Im Moment, ich muss das nochmal... Warte, wie viele Truppen hat Schottland? Schottische Irlandwiese. Ja, ich muss jetzt noch ein paar Stacks hier mal kurz verschieben. Einen Moment. Ich muss erstmal so ein bisschen. Was kommt da sonst noch mit? Nur Österreich, ne? Ja. Ich denke mal, Spanien wird mitkommen wegen die Kolonialgebiete. Ja. Da würden die sagen, okay, da verraten wir sogar Österreich. Wir verraten sie ja nicht, sie greifen Österreich. Also. Egal, ich muss jetzt erstmal Truppen noch verschieben. Ich habe irgendeine Mission abgeschlossen. Ach, Nord-Ostsee-Kanal. Oh, kriege ich 18.000 Dukaten. Geil. Minus Bauzeit, minus Baukosten. Ja, lass mal Großprojekte starten. Kann ich den Kanal nochmal ausbauen? Nee, der hat automatisch maximale Größe.
Okay. Ach, jetzt lass das mal hier, komm, baller mal das Geld raus für die. So. Das andere war Wispy. Okay, da können wir nochmal vergrößern. Alter. Aber mal spontan ein komplettes Ding durchhören. So, Flotte ist da, dann schieben wir mal Truppe rüber. 3 Stacks sollten reichen. Ist ja nur England. Ich habe nicht genug Generäle für meine Stacks, das ist ein echtes Problem. So steht alles an der Front, ich stehe da nicht an der Front. Ich habe so viele Einheiten. Ich muss schon wieder Punkte ausgeben. Muss ich gar nicht mehr ziemlich damit befasst. Aber mal trotzdem machen. So, also. Ich schicke noch jetzt meine Flotte weg, ich weiß nicht, wie viele Schiffe die haben. Also ich denke, ich werde dann soweit. So, gucken wir mal. Preußen, Spanien, Portugal. Oh, schließen wir auf der falschen Seite, naja, egal. Kanada würde auch mitmachen, ne? Ja, aber die haben nur eine Provinz in England, das ist. Und darum kümmern sich hier auch die Kolonien. Von gut, Spanien! Dann machen wir. Zumindest hoffe ich, dass sie das tun. Dann machen wir das. Dann mach mal. Vielleicht wird es wieder asynchron. Da ist ja jetzt auch wieder das Bündnis zwischen Spanien kaputt und Österreich. Soll ja so. So, ach du Scheiße, so viele Festungen. Na, guck dir das mal an. Ja. Die KI halt, ne? Alles Festungen. Schon immer gewesen. Spanisch-Westindien oder nicht? Ein Embargo gegen mich. Wir kämpfen auf der gleichen Seite, ihr Spacko. So, alles belagert irgendwo irgendwie. Ich glaube, ich habe gerade schon mal irgendwie. Habe ich den geschluckt oder so? Möglicherweise habe ich gerade 35.000 geschluckt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Jetzt weiß ich leider nicht, wie groß deren Flotte ist, sonst würde ich da mal. Ich hätte gern mehr von England. Ich glaube, ich kriege da später noch Ansprüche drauf, aber ich weiß, ich habe nicht alle DLCs, deswegen weiß ich nur so ungefähr. Oh. Die Belagerung ging schnell. Dann rücken wir doch gleich mal auf ihre Heimat zu. Dann kommen da jetzt spanische Partikulisten zu mir. Da war nur eine 2-Feste. Oh nein, ich renne da mitten in so einen Stack rein.
Ja, aber 73.000 sind halt kein Gegner für meine 50.000, ne? Wir müssen vielleicht nochmal Verstärkung schicken. Da kommt gleich einer hinterher. Regentschaftsrat, okay. Ja. Junge, die Verstärkung war nicht mal nötig. Ich habe gerade mit meinem 50.000er Stack ein 70.000er Stack halb gekillt. Und dann kam ein anderes 70.000er direkt da reingerannt und den habe ich dann auch noch halb gekillt. Aua. Und die Verstärkung kam nicht mal rechtzeitig an. Trotzdem aua, noch aua. Gewonnen. Das tut weh, oder? Jo, hast du eine gute Armee, ne? Ja, Disziplin macht halt alles aus, ne? Ja, 127,1% inzwischen. Ich könnte es auch weiter erhöhen, indem ich die preußische Dings mal ordentlich pushe, aber das... Nee. Das verfällt dir dann auch wieder. Weiß, so ein Hunderter könnte man mal investieren, ne? Investieren wir mal ein Hunderter? Oh, das kostet sogar nur 50. Aber wenn es so glücklich macht, dass wir endlich mal in Europa vorankommen. Das war ja ewig eine schwere Geburt, ey. Okay, jetzt bin ich leicht über dem Limit. Dafür habe ich 128,1% Disziplin. Also ich hätte eine kanadische Provinz in England gerne. Wenn du Kanada irgendwann rausdrückst. Also diese Marienburg, ne, das mit der größeren Garnison ist schon ekelhaft. Also wenn sie mich belagern würden, wäre das echt von Vorteil. Belagern jetzt halt nur dich, aber naja. Kannst nichts machen, ne? Aber schicken wir mal eine Flotte rum, gucken, ob sie durchkommen. Ich habe Wien erobert. Rücke ich mal weiter vor. Ist schön, wenn man nur an einer Front kämpfen muss, so wirklich. Also, was ist denn so für Jambi? Also, theoretisch an zwei, aber naja, Schottland ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so das Nonplusultra, sage ich mal. Okay, die haben keine Flotte, die ausreichend mächtig ist. Und hier stapelt sich mein Geld, weil ich nicht mehr weiß, wohin ich will. Alter, wird Österreich überrannt, ey. Die Gruppenmassen hier. Scheiß Festungen, die mich die ganze Zeit blocken. Ist doch kacke, wo kann ich denn da lang marschieren? Haben wir uns auch weiter rumgenommen. Tier Rogan gewonnen. Oh. Warum habe ich den jetzt wieder. Ah ne, ich habe nur einen Stern, deswegen. Er hat so nur so einen kleinen Stern, aber ich gewinne trotzdem, weil ich einfach sehr viele Schiffe habe. Einfach mal mehr Schiffe haben als der Feind. Reicht ja auch aus. Ich mach plus 1000 im Monat. Und hier so. Nee, so viel mal nicht. 111 mal. Die zu brauchen, Ich muss da voll weit rumlaufen. Nee, kannst du da hinlaufen? Okay.